Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Damen und Herren, lieber Kollege Eggert, also wenn Friedrichshain-Kreuzberg der einzige Bezirk wäre, an dem die Jugendarbeit irgendwie Schwierigkeiten hätte, könnte ich irgendwie ein bisschen Sympathie für Ihre letzten Ausführungen noch haben. Aber ich kann mich an einen Stadtrat, einen SPD-Jugendstadtrat erinnern, der in Mitte zurückgetreten ist, weil er das nicht mehr ertragen und verantworten wollte, dass unter anderem eben auch die Jugendarbeit vor Ort kaputt gegangen ist, weil es keine vernünftige Finanzierung im Land Berlin für die Jugendarbeit gibt. Was ich auch nicht verstehe, ist Ihr Nichthandeln, nämlich mal so ein Gesetz, Jugendförderungsgesetz, auf den Weg zu bringen. Haben Sie jetzt ja eben auch gerade erklärt, dass es die Notwendigkeit dafür gibt. Wenn Ihre eigene Staatssekretärin im Landesjugendhilfeausschuss bei Veranstaltungen öffentlich fordert, das Parlament sollte mich doch beauftragen oder die Verwaltung, die Jugendverwaltung, ein eben solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Das hätten Sie seit Monaten tun können, anstatt hier zu fordern, dass wir das machen. Sie sind die Koalition, die hier regiert, also wäre es auch Ihr Auftrag, entsprechende Anträge einzubringen, beziehungsweise auch die von Ihnen verantwortete Verwaltung entsprechend zu unterstützen und diese Aufgaben zu erfüllen. Da warte ich noch drauf, machen Sie mal. Ich würde mich darauf freuen, wenn wir da demnächst eben auch Ihren eigenen Antrag oder Änderungsantrag, ich glaube, da wäre die Linke auch ganz glücklich drüber, wenn Sie den einbringen oder wenn wir auch in Kürze mal Ihren eigenen Gesetzentwurf hier vorgelegt bekommen und dann darüber diskutieren können. Die entsprechenden Menschen in der Stadt, die da auch drüber diskutieren wollen, die stehen dann auch bereit. Das sind die Leute vom Landesjugendhilfeausschuss, haben Sie ja selber auch benannt. Und gestern hat ja auch die BVV Friedrichshain-Kreuzberg dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass eben Sie auch aufgefordert sind, einen Gesetzentwurf einzubringen. Das hat auch Ihre eigene Fraktion mit dazu zugestimmt. Frau Kollegin, standen Sie in der Zwischenfrage des Kollegen Eggert? Ja, bitte schön, Herr Kollege Eggert. Ja, vielen Dank. Frau Burkhardt-Eulis, Sie als Juristin wissen ja auch die Aufgaben der einzelnen Abgeordneten und der Fraktionen wahrscheinlich gut einordnen zu können. Können Sie mir sagen, wann Sie und Ihre Fraktion einen solchen entsprechenden Gesetzesantrag oder so eingebracht haben oder warum Sie das bis jetzt noch nicht getan haben? Ja, wir arbeiten zum Beispiel auch eng mit der Fraktion der Linken zusammen und mit anderen. Und zum Beispiel Ihr eigener Fraktionsvorsitzender hat vorhin in einem Gespräch gesagt, dass er von der Thematik, dass es da einen Gesetzentwurf geben sollte, noch nie was gehört hat. Vielleicht sollten Sie ja da auch mal den Kontakt suchen. Ansonsten würde ich empfehlen, dass Sie sich die entsprechenden Jugendfördergesetze, die es in Deutschland gibt, mal angucken. Ich habe das gemacht. Insbesondere das Jugendfördergesetz aus Nordrhein-Westfalen finde ich sehr sympathisch. So wie es gestern von der BVV Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen worden ist, sollten wir vielleicht nicht nur die Jugendarbeit dort mit einbringen, sondern auch die Familienförderung nach § 16 und auch die Jugendsozialarbeit. Die haben nämlich das gleiche Problem wie eben auch die die Jugendarbeit. Bei der Familienförderung stehen wir oft noch am Anfang. Es wäre wichtig, dass wir das alles auf einen guten Weg bringen. Und da haben Sie uns und die Senatsverwaltung hat uns auch an Ihrer Seite. Ich freue mich auf einen entsprechenden Diskurs. Und dann sollten wir entsprechende Gesetzesvorschläge auch zeitnah diskutieren. Danke.